Kabarett, Zaubern und Bauchreden. Künste, mit denen nur einer sein Publikum heute im Tränks verzaubert. Niki Sedlak, alias Tricky Niki. Also bei mir war das so, ich bin eigentlich ein Spätzünder bei allem, was ich mache. Ich habe mit 20 mit der Zauberei begonnen, durch Zufall. 10 Jahre später kam das Bauchreden dazu, da war ich bei den Zauberweltmeisterschaften, habe einen Bauchredner in einer Gala gesehen und habe mir gedacht, hey, wow, das ist wahnsinnig lustig und cool, möchte ich auch probieren, vielleicht kann ich das. Habe dann offensichtlich ein gewisses Talent entwickelt und über das Bauchreden kam ich dann eigentlich zur Stand-Up-Comedy. Und mittlerweile verbinde ich und verwebe ich all diese drei Kunstformen in einer Show. Ja, und so hat sich das irgendwie ergeben, dass ich meine eigene Schublade kreiert habe, weil gibt es weltweit kein zweites Mal. Ich werde nie vergessen, wenn wir in die Diskothek gegangen sind, ich und meine Freunde, alle durften rein, ich war der Einzige, der regelmäßig von den Türstehern aufgehalten worden ist. Die haben mir weder Führerschein noch Studentenausweis geglaubt. Die haben mir gesagt, nein, ist gefälscht. Ich war der Einzige, der wirklich jahrelang, kein Schmäh, mit dem Reisepass weggehen musste. Wisst ihr, wie peinlich, bin mir immer vorgekommen, bei irgendeiner, weiß nicht, am Flughafen, nicht, ja, darf ich da rein? Aber ich bin der Erste, da bin ich sehr stolz gewesen, war der Erste in meinem Freundeskreis und vor allem in meiner Klasse, der den Führerschein hatte. Und ich werde nie vergessen, am Tag nach der bestandenen Prüfung bin ich ganz stolz in die Klasse gekommen und dort haben mir meine lieben Schulkameraden, meine Freunde, ein Geschenk gemacht. Schön verpackt, auf den Tisch gelegt. Kennt ihr diese Kindersitzerhöhung? Hey, das ist der Hammer! Das ist großartig, ich nutze das immer noch beim Auto. Im Auto habe ich es hier regelmäßig. Ja? Man sieht viel besser über das Lenkrad. Gut, man kommt nicht mehr gescheit zu den Pedalen, aber egal. Aber ich nehme es mit ins Theater, ins Kino, ich kann es nur empfehlen. Bisschen peinlich war meine erste Polizeikontrolle, werde ich nie vergessen. Polizist schaut mich an, sieht die Kindersitzerhöhung. Na, weiß das der Papa? Du bist ja sehr stark mit deiner Oma verbunden. Was sagst du uns dazu? Naja, meine Omi war in Wirklichkeit der Grund, warum ich das irgendwann einmal beruflich gemacht habe, weil meine Omi, mit der ich wirklich sehr eng verbunden war, war ein wichtiger Bezugsmensch für mich, die hat immer gesagt, Niki, du hast Spaß, du hast Talent, du bringst die Leute zum Lachen, du nervst unglaublich, aber bitte mach weiter. Alle anderen in der Familie haben immer gesagt, bitte lern was Gescheites. Erinnert mich aber auch an eine Polizeikontrolle mit meiner Omi. Meine Omi ist wirklich leidenschaftlich gern wirklich bis ins hohe Alter mit dem Auto gefahren. Also sie hat es geliebt, ich bin daneben gesessen, ich habe es gehasst. Die ist nicht nur im Leben ganz gern aufs Gas gestiegen. Und werde ich nie vergessen, wir wurden aufgehalten, der Polizist damals klopft ans Fenster, sie kurbelt runter. Er schaut sie an und sagt, na gnädige Frau, aber ich hoffe Ihnen ist klar, was Sie sind gerade mit 50 durch die 30er-Zone gefahren. Schaut sie ihn an und sagt, mein Inspektor, Sie sind aber charmant, bin doch schon 75. Wann haben Sie begonnen, die Menschen in Ihren Bann zu ziehen? Ui! Hoffentlich schon in meiner Kindheit, ich war immer so ein kleiner Lausbub. Aber ich glaube dadurch, dass ich das liebe, was ich mache auf der Bühne und eine unglaubliche Leidenschaft entwickelt habe, vermittle ich das auch auf der Bühne dem Publikum und dementsprechend, weil ich am Boden geblieben bin, ich bin positiv und nehme das auch nicht als Selbstverständlichkeit, dass ich auf der Bühne stehe und das machen darf, was ich hier mache und damit auch mein Geld verdiene. Und ich glaube, wenn man das kommt auch ganz gut rüber und insofern kommt das bei den Leuten Gott sei Dank gut an und die Leute gehen raus mit einem Lachkrampf und sagen, da kommen wir wieder, da schauen wir uns wieder an. Herz oder Karo? Karo, dann gib mir alle Herzkarten. Alle? Mhm. Noch eine. Oh, eine Bildkarte oder Zahlenkarte? Bild ist Bube, Dame, König, Zahlen die anderen. Bild, oder gib mir die Zahlenkarten, dann ist eine Karte wirklich übrig geblieben. Wenn das jetzt wirklich deine Karte ist, die von hier nach hier gewandert ist, obwohl er eingewickelt war, sprich, ich war irgendwie in deiner Hose drinnen. Valentinstag! Hey, dann verspreche ich euch beiden, ihr werdet ab heute hier zu absoluten Legenden. Und das Publikum wird für euch nicht nur klatschen, schreien, trampeln, ja? Die werden komplett ausrasten, die machen die Welle von vorn bis nach hinten, die reißen sich die Haare vom Kopf. Ist hier einige Herren kennen das Grundstück? Laut und deutlich, an welche Karte denkst du? Karo König. Karo König und es ist der Karo König. Du hast mir das Stichwort Bühne gegeben, wo du drum warst. Wie war das Gefühl da drum? Ja, super. Ich kann nur sagen, es war echt ganz klasse Show ist das und nur weiter so. Niki, wie funktioniert Bauchreden?
Hat nichts mit dem Bauch zu tun, Überraschung, sondern es ist eher so eine Kehlkopftechnik. Wie ich die Gesichtsmuskulatur entspannen, der Mund muss ein bisschen offen sein, damit die Luft raus kann und die Zunge arbeitet sehr viel. Und dann, hallo, ich kann reden, ohne dass ich die Lippen sehe. Guck, ich bin der Niki. Und das Schwierige beim Bauchreden, du kannst drei Buchstaben nicht sagen, B, P und M, weil da muss man wirklich die Lippen schließen und da muss man diese Buchstaben muss man ersetzen und da hebt man sich dann wirklich von den etwas schlechteren Bauchrednern ab, weil es hört sich bei mir dann trotzdem an, als wenn ich ein B, P und M wirklich sage. Würde. Das muss man aber üben, das gehört dazu, wie bei allen Dingen, die man so macht und das macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber keine Hexerei und kann wirklich jeder lernen. Du, lieber Dennis, was mich immer schon interessieren würde, Dennis, hallo, ja. Wie wird man eigentlich ein Tennisball? Naja, zuerst bist du total nackt. Ich rede nicht vom Schwingerclub. Ja, schon klar. Ach so, du meinst, du bist ein glatter, neutraler Ball ohne Filz und so weiter, richtig? Und dann kannst du dir aussuchen, was du werden willst. Ah, das heißt, du hättest jede Art von Ball werden können. Natürlich. Also auch zum Beispiel ein Fußball. Klar, aber ehrlich, wer will denn schon den ganzen Tag getreten werden? Basketball? Oh, das geht gar nicht. Wieso? Da bist du ewig Single. Single. Wieso das? Da kriegst du einen Court nach den anderen. Medizinball? Ständig krank. Ha! Warum kein Golfball? Da hast du einen Höhenflug nach dem anderen, ja? Und dann fällst du in ein ganz tiefes Loch. Paul, du hast da jetzt in Tricky Niki sehr aufmerksam verfolgt. Was für Figur hat dir am besten gefallen? Ja, es ist schon die Leitfigur der Emil. Herausragend, die Bauchrednerkünste. Und was mir besonders gut gefällt, ist einfach das, dass sie das Publikum mit einbezieht und immer wieder Zwischengeräusche von den Menschen gleich ins Programm mit einzieht. Und natürlich Tricky Niki selber auch eine tolle Persönlichkeit. Ein toller Kabarettist, wieder mal der anderen Ort. Also in der Art und Weise haben wir im Drängs noch kaum jemand gesehen. Aber mir gefällt er sehr, sehr gut und er kann wirklich die Menschen blendend unterhalten. Und jetzt mit dem Emil ist nur mehr eine neue Dimension entstanden, die ich sehr schätze. Da ist ein Typ aus dem McDonalds rausmarschiert. In der einen Hand, glaube ich, 3 Liter Bier, in der anderen Hand ein riesiger Burger. Hey, der war so, also wenn der beim Fernsehen vorbeigeht, ihr verpasst Herr der Ringe 1 bis 3. Was? Jedes Mal, wenn du denkst, dass du so lustige Dinge erzählst, wird irgendwo ein Einhorn geboren. Ein Einhorn geboren, ja? Eben, es gibt keine Einhörner. Siehst du? Okay. Bist du dann weitergereist? Natürlich, nach Asien. Asien, ja, genau gesagt, nach Thailand. Oh, Thailand. War noch nie dort, aber ich habe gehört, das soll sehr schön sein. Ja, sehr schön. Und eine Freundin gefunden? Mhm, eine Schnuckelicke. Mhm. Und, was ist passiert? Sie sagte zu mir, dass es ja gar nicht so schlimm sei, wenn man einen kleinen was hat. Ich verstehe schon. Ja gut, ist ja wirklich nicht so schlimm, wenn man einen kleinen hat. Ja, ich wünschte trotzdem, sie hätte keinen gehabt.